So, liebe Freunde, herzlich willkommen zum nächsten Inbox-Review, zur nächsten Bausatzvorstellung. Heute mal was aus dem Zweiten Weltkrieg und da bei mir der Tiger sowieso der absolute Favorit ist, habt ihr jetzt hier mal Tamiyas Tiger 1 der mittleren Produktion. Wie auch in den anderen Videos, schaut hier unten mal, da ist der Link für unsere Facebook-Gruppe. Panzermodellbau, alle Kategorien, so wie auch der Kanal heißt. Schaut mal vorbei, werdet Mitglied und habt viel Spaß auf der Seite. Kann ich nur empfehlen. Okay, Tamiyas Tiger hat eine schöne Aufmachung, der Karton. Aber lasst euch bitte nicht von dem Cover verleiten. Der Bausatz hat kein Zimmerit. So viel schon mal zur Info. Aber ansonsten ist es ein super toller Bausatz. Wie es drin aussieht, zeige ich euch gleich hier. Erstmal an der Seite haben wir schon mal einen Bemalungsvorschlag. Eine Figur ist auch mit bei. So, dann hier an der Seite nochmal einmal in Wintertarnung. Und dann nochmal eine Draufsicht von dem anderen Tarnschema, was ihr gerade gesehen habt. So, ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Tamiya ist eigentlich eine super gute Firma. Bis vor vielen Jahren, naja, sagen wir mal so vielleicht 5, 6 Jahre, sind Bausätze mit Einzelgliederkette noch sehr rar gewesen bei Tamiya. Tamiya hält immer noch so ein bisschen an die alte Schule mit ihrer ollen Vinylkette. Bin ich persönlich kein Freund von, weil mit einer Vinylkette bekommt man so einen schönen Kettendurchhang nur hin, indem man entweder die Kette auf die Laufräder raufklebt mit Sekundenkleber oder man wickelt auf der Innenseite ein kleines Stück Faden rein und bindet das um die Achse und zieht somit die Kette runter. Oder noch ein anderer Trick ist, wenn man dann hier die Seite dann hat, kann man dann auch kleine Nadeln nehmen, Stecknadeln oder sowas, macht sie vorne heiß und macht sie genau hier über der Kette in die Wanne rein. Die sieht man am Ende gar nicht und man hat dann auch einen schönen Kettendurchhang. Kann jeder machen, wie er möchte. Viele sagen auch, sie nehmen diese Friolketten aus Zinn. Gut, okay, wenn ein Satz 30 Euro kostet, überlege ich mir das mal. Es gibt natürlich auch diverse andere Hersteller, die dann schon Plastik-Einzelgliederketten haben. Dazu kann ich euch aber auch nochmal ein eigenes Video machen, was Ketten angeht. Nur so viel vorab, das Ding hat richtig schöne, sieht man hier, separate Einzelgliederkette. Okay, gut, lange Rede, kurzer Sinn, wir machen das Ding auf. Wie ich ja schon angedeutet habe und angedroht habe, ich will euch heute mal zeigen, was man in so einem Bausatz eigentlich noch machen kann, was man aus so einem Bausatz herausholen kann. Ich meine, hier seht ihr nun die blanke Kiste. Alles, was jetzt so bei Tamiya drin ist. So, ich muss mal kurz was holen. Wichtig ist auch, dass man sich vorher eben überlegen soll oder möchte, was man alles machen möchte. Ob man nun ein Anfänger ist oder nicht. Ein Anfänger würde ich jetzt nicht gerade anbieten mit Foto-Ads-Teilen anzufangen oder mit Zimmerit. Zimmerit können wir auch gerne nochmal ein anderes Video machen. Gibt es auch so viele verschiedene Arten. Zwei Arten stelle ich euch jetzt gleich vor. Gut, wir machen erstmal das Wichtigste und zwar, was ist in der Box drin. So, die packen wir wieder schön zur Seite. Wir fangen an mit unserer Anleitung. Übersichtlich, Tamiya halt. Hier in Englisch, Chinesisch, Französisch und Deutsch. Herrlich, wir haben einen deutschen Panzer, also wollen wir auch in Deutsch mal lesen, was dieser Panzer alles gemacht hat. Gut, weiter geht's. Wir machen einfach mal auf, haben hier für Tamiya unsere Farbangaben, auch in Deutsch und eigentlich alles Mögliche, was das Herz begehrt. Hier haben wir separate Schwingarme, die können wir entweder fest installieren, da haben wir hier so eine kleine Führung hier drin, hier mit einem kleinen Loch drin, wartet mal, ich mache euch das mal ein bisschen größer, dann seht ihr das,
Und für die Freunde der Dioramen, die können das natürlich dann auch ändern, indem sie dann hier die Schwingarme, machen wir das hier weg und dann können wir das dann eben den Schwingarm noch entweder eingefedert darstellen oder ausgefedert darstellen. Gut. Ansonsten führt uns die Anleitung wunderbar hier durch. Wir sehen dieses wunderschöne Fahrwerk. Das freut jedes Mal jemanden, wenn er das baut. Gibt aber eigentlich keine Probleme, wenn man dann einfach hier anfängt, immer nach und nach und dann das Fahrwerk aufbaut, wie sich das gehört. Gut. Hier sehen wir dann noch eine Anleitung, wie wir dann unsere Ketten verbauen. Haben wir hier noch so eine Leere dazu. Die hat natürlich hier auch noch so ein paar kleine Löcher drin. Die hat deswegen die Bewandtnis, dass wir die dann hier bei der Montage von unserem Fahrwerk, wenn wir es gerade darstellen wollen, stecken wir dann diese Leere dann da rein und somit haben wir ein komplett gerades Fahrwerk. Gut. Natürlich müssen wir mal gucken. Ketten, die da ausrichten. Und hier wichtig, eine ganz, ganz wichtige Information, die natürlich nicht bei allen Bausätzen sind, aber hier haben wir es Gott sei Dank. Für eine Kette 100 Glieder verbinden. Sonst müssten wir uns was anderes einfallen lassen. Aber da gibt es auch genug Tipps, wie man herausfinden kann, wie viele Kettenglieder oder wie lang eine Kette sein muss. Gibt es einen ganz einfachen Trick dafür, kann ich euch auch später mal zeigen. Wenn ihr das denn möchtet, schreibt es einfach unten in die Kommentare rein und dann mache ich mal ein separates Video davon. Gut, ja, weiter geht's in der Anleitung. Kleinteile anbauen der Oberwanne. Innen drin noch so ein bisschen Zeugs. Dann geht's mit der Oberwanne weiter. Letzten Endes der Turm. Die Figur. Bemalungsvorschlag, 2 Stück, normales und Wintertarnung. Okay, gut. Die Anleitung. Dann fangen wir gleich mal an mit unserem Fahrwerk. Und zwar haben wir hier unsere Schwingarme, wie wir hier sehen. Diverse Kleinteile, Schäkel, Rohrverzurrung, Werkzeug und unsere Laufrollen, Antriebsrad, Spannrolle. Naja, Spannrolle, na gut, ist ein bisschen übertrieben. Was wir hier noch haben, und zwar ist der Schutz vom Auspuff, der hinten am Heck rangehört. Hier seht ihr schon mal ein kleines bisschen Struktur. Kann man aber noch ein bisschen ändern. Für denjenigen, dem diese Struktur ein bisschen zu wenig ist, kann man das dann noch ein bisschen ändern. Aber ich finde sie ganz gut. Muss nicht übertriebene Gussstruktur sein. Sieht okay aus. Kann man so lassen. Gut, das ganze Ding haben wir zweimal. Dann, wenn wir schon mal beim Fahrwerk sind, machen wir auch gleich weiter mit den Einzelgliedern. Die haben wir hier. Ja, müssen wir eben alle rausholen. Alle versäubern. Aber ich denke, das ist das geringste Problem. Auswurfmarken haben wir natürlich auch. Aber wer möchte, kann sie alle einzeln verspachteln. Aber wer sich die ganze Arbeit sparen möchte, der saut die Kette später ein bisschen ein. Und ich glaube, auf unserer Seite haben wir nicht die Leute, die mit einer Lupe rangehen und sich darüber beschweren, dass in der Kette ein paar Auswurfmarken sind. Unterwanne mit Wartungsklappen. Hier sehen wir dann die kleinen Aufnahmen hier, diese kleinen Nibbel hier, wo dann der Schwingarm einmal hier reinkommt und einmal hier fixiert wird, wenn er gerade dargestellt wird. Wenn ihr es natürlich dann anders machen wollt, schneidet ihr den hier einfach ab und somit könnt ihr ihn entweder einfedern oder im ausgefederten Zustand darstellen. Gut, Tamiya sagt uns, von wann die Form ist. Von 1989. Da ist jetzt aber auch nur die Form. Also die Urform. 1989 haben sie auch Vinylketten gemacht. Also der wurde nicht von Anfang an mit Einzelgliedern gemacht. Das ist dann über die Jahre hinweg
dann verändert worden, weil ja nun Tamiya diese Form für andere Versionen nimmt, für die frühe und für die späte Version und dementsprechend auch die Teile ändert und somit dann auch dem Panzer eine Einzelgliederkette sponsert. Finde ich ganz gut. Man geht mit der Zeit, so muss das sein. Okay, Turm, linke Seite, rechte Seite vom Turm, das Dach mit einer schönen Schweißnaht. Hier seht ihr sie. Ist in Ordnung, kann man so lassen. So, Kanonenblende ist damals eben gegossen worden, hat dementsprechend auch ein bisschen Struktur. Die Figur, ja okay, man kann sich Resinfiguren holen, aber wer es nicht, hier haben wir einen kleinen Grat, aber das kommt davon, dass eben die Form irgendwo auch getrennt wird. Ich sag mal so, wahlweise mit zwei Köpfen, ist in Ordnung, kann man so lassen. Na, hier sieht man sogar das Ritterkreuz, ist okay, lassen wir es so. So, hier haben wir dann natürlich noch die vordere Platte. Müssen wir eigentlich umdrehen, weil die sieht eigentlich so aus. Na, hier Fahrerluke und MG vom Funker. Gut, hier haben wir dann unsere Wanne. Da, wo was gegossen worden ist, finde ich ganz schön. Haben sie auch ein bisschen Gussstruktur gemacht. Wenn jetzt natürlich ganz Verrückte sind, können sie natürlich dann hier auch noch ein bisschen Struktur machen für den gewalzten Stahl. Gibt es auch Möglichkeiten für. Aber das überlasse ich jedem selber. Man hat hier natürlich noch eine separate Motoröffnung. Da haben wir hier die Klappe für, wenn man doch dem Tiger einen Motor sponsern möchte oder es so darstellen möchte. Gut, so viel zu dem Thema. Dann haben wir dann unseren letzten Gussast, Auspuffabdeckung. Können wir gerne auch ein bisschen durchlöchern, weil es ja einfach nur Blech gewesen ist. Hier ist die besagte Leere. Na, hier können wir dann die Achsen reinstecken, damit wir sie schön gerade ausrichten können. Metallseile sehen, also hier diese Stahlseile sehen ganz gut aus. Das MG ist auch nicht schlecht gemacht. Also man sieht auch, dass über die Jahre die Form immer wieder mal überarbeitet wurde. So, zwei verschiedene Kanonen haben wir hier. Ansonsten das, was Plastik ist, das war es dann eben. Ne? So, und dann haben wir noch unsere Abziehbilder. Die hole ich euch mal raus. So, wir müssen wieder ein bisschen mit dem Licht spielen, damit wir mal sehen können, wie die denn gedruckt worden sind. Ja, da kann man eben noch ein bisschen Rand abschneiden, aber ist in Ordnung. Gut. Vom Bausatz her war es das. Also es ist ein einfacher Bausatz, den kann man Anfängern empfehlen. Ja, ist natürlich auch für die, die sich nicht an eine Einzelgliederkette ranwagen wollen. Ansonsten kann man ihn eigentlich den Anfängern auch empfehlen. Nur halt mit der Option, dass die sich dann, wenn sie sich nicht an die Einzelgliederkette rantrauen wollen, dann müssen sie sich eben dann eine andere Kette besorgen. Gut, ich suche nämlich gerade noch mal was anderes, weil ich hatte irgendwo noch einen Motor gehabt. Aber der ist jetzt gerade nicht auffindbar. Okay, machen wir später mal, wenn ich ihn wieder gefunden habe. Ich sollte mein Inventur machen. Okay, gut, ich habe ja gesagt, man kann diesen Bausatz noch aufrüsten, weil leider fehlen mir bei diesem Tiger Lüftergitter. Gut, kann man sich nachbestellen, gibt es überall. Es gibt von Eduard ein sogenanntes Big Ed Set. Da sind drin PE-Teile, also alles jetzt, was man braucht, um ja, Auspuff darzustellen. Schutzbleche links, rechts und auch hier sind auch die Gitter drin. Gucken, andere Seite habe ich natürlich nichts. So, was haben wir dann noch? Wir haben noch einmal schwarze Folie. Das sind, kann man sehr schlecht erkennen, sind das nämlich Schablonen für die Räder. Hier sieht man es.
Das ist auch in dem Set mit drin. Und wir haben noch Zimmerit drin. So, zum Thema Zimmerit. Ich bin ein absoluter Zimmerit-Fan. Hat natürlich auch einen kleinen Nachteil. Und zwar, das ist aus Metall. Ist auf der einen Seite vielleicht gut, aber auf der anderen Seite ist es sehr, sehr fein dargestellt. Ich habe das mal mit einem ganz feinen Lineal oder mit einer ganz feinen Messlehre mal gemessen. Und zwar würde es ohne das Metall, nur die Riffel und so, würde das dann am Ende im Original eine Zimmeritschicht von einem halben Zentimeter ergeben. Das ist so viel. Ne? So. Also Original-Zimmerit war ungefähr so viel. So, ungefähr eine Zahnkelle damals hat so 1 cm gehabt. Das ist aber auch für den schmalen Geldbeutel. Es gibt natürlich auch besseres Zimmerit, na klar. So, nachdem ich dann gemerkt habe, dass es auch anderes gibt, habe ich mich dann mal so umgeschaut, weil ich nämlich auch hier ein paar Schäden darstellen möchte. Schäden darstellen bei Metallzimmerit ist nicht so einfach, weil man braucht dafür eine Blechschere oder alles andere. Ja, hat man natürlich eventuell ein ganz großes Problem, wenn man abrutscht und sich dabei in die Pfoten schneidet. Oder wenn dann nämlich die Ecken und Kanten von dem Metall, ja, jeder kennt es, wenn er eine Dose aufschneidet, ist dann ein sehr scharfer Rand. Man kann sich wehtun, Verletzungsgefahr ist ganz groß. Okay, was haben wir als Alternative? Wir haben das Zimmerit von ATAG. So, das ist aus Resin. So, das habe ich auch mal gemessen und habe mir hier diese ganz feine Platte mal genommen. Muss ich mal gucken, ob ich das hier ordentlich rauskriege, damit ihr das seht. So, hier seht ihr, das ist saufein. Kann man kaum sehen, ist so dünn wie Papier. Dementsprechend hat es auch eine ganz dünne Trägerfolie. So, und das Ganze mal gemessen sind 0,3 mm. Wenn man es hochrechnet, 0,1 mm. Wenn man es hochrechnet, sind es ungefähr dann im Maßstab 1 zu 35, ist das dann schon fast 1 cm. Und es ist wesentlich grober dargestellt, obwohl die Trägerfolie feiner ist. Und hier, weil es ganz feines Resin ist, kann man auch wunderbar Schäden darstellen. Also das Zeug ist echt gut. Hat natürlich auch seinen Preis. Hier habe ich es im Sockelshop gekauft, 20 Euro. Da wir natürlich aber auch unser Zimmerit haben, auch an der Kanone, haben wir hier natürlich noch ein paar schöne Add-ons. Das finde ich bei ATAG wesentlich besser und sehr schön. Die komplizierten Teile geben sie euch als komplett gegossenes Resinteil mit. Hier seht ihr es mal, ne? Das ist die Kanonenblende. Die ist also echt super gemacht. Kriegt man mit dem PE-Teil von Eduard überhaupt nicht hin. Ich habe einen Königstiger da, der würde dann vielleicht als nächstes kommen. Und zwar die Porsche-Version. Wer den Königstiger in der Porsche-Version kennt, der weiß, dass dem sein Turm vorne rund gewesen ist. Lässt sich mit Metallzimmerit verdammt schwer darstellen. Ich mache euch dann auch den Vergleich zwischen dem normalen PE-Zimmerit, also aus Metall, und dem von ATAG aus Resin. Und da werdet ihr eine ganz große Überraschung erfahren. So, was können wir noch uns dafür holen? Also wir haben, ne, die Metallteile, wir haben das Zimmerit, wir haben die Wheel Masks, nennt man sie, und zwar so eine Maskierfolie für die Räder. Wir können noch, weil es ja ein zweigeteiltes Kanonenrohr ist, können wir uns noch ein Metallrohr holen. Gibt es von RB und kostet, ja, sagen wir mal 7 Euro. Ne, ist ein gedrehtes Alurohr mit einer schönen, Blende vorne dran. Sieht wesentlich besser aus als das zweigeteilte Metallrohr. Denn viele sagen, ein geteiltes Plastikrohr kriegt man niemals so rund hin wie hier. Na gut, okay. Kann man halten, wie man möchte. Ja, und also den Grenzen, es sind keine Grenzen gesetzt. Man kann auch zum Beispiel sich noch Geschosse holen. Na, die habe ich mir mal vom Bekannten drehen lassen. Der macht die selber. Hülsen und Geschosse. Habe ich natürlich auch für meinen Tiger, der eine Innenausstattung hat. Da sind die auch sehr gut bei.
Oder wenn man jetzt ein Diorama machen möchte, wie sich der Tiger gerade am Aufmunitionieren ist. Alles möglich. Auch eine Variante. Oder, da bin ich ganz besonders stolz drauf, von CMK. Und zwar ein Interieur-Set. So, das kostet normalerweise knapp 50 Euro. Ich habe es Gott sei Dank geschossen bei eBay für knapp 10 Euro. Finde ich klasse, da habe ich mich tierisch drüber gefreut. Und zwar sind hier PE-Teile nochmal mit drin. Eine schöne Anleitung. Und dann eben Resinteile en masse, ohne Ende. Also vier Tüten randvoll mit Resinteilen. Um euch mal kurz zu zeigen, was da alles so mit drin ist. Und was man da bauen kann. Man kann die komplette Waffenanlage bauen. Man kann innen drin das Dach vom Turm nochmal ausbauen. Also herrlichst. Hier. Dafür habe ich mir nämlich die Munition geholt, weil wir haben hier die kompletten Munitionskästen, haben wir ja auch noch dargestellt. Und dann eben vom Turm die Oberseite und die Unterseite mit allem möglichen kleinen Spielkram drin. Am Ende sieht es dann ungefähr so aus. Das ist alles da drin. Resin hat natürlich einen Nachteil, wir verkleben es mit Sekundenkleber. Dafür braucht man sehr, sehr viel Erfahrung. Ist nicht einfach, möchte ich einem Anfänger nicht zutrauen. Oder nicht, na, was heißt nicht zutrauen? Zutrauen tue ich jedem das. Also Modellbau kann eigentlich jeder, der auch die Ruhe dafür hat. Aber ich würde es nicht jedem gleich empfehlen. Okay, ich hatte vorhin mal angesprochen, Zimmerit Schäden darstellen bei PE-Zimmerit, also bei dem Metall-Zimmerit. Ist nicht ganz einfach, da braucht man auch ein bisschen Erfahrung. Man kann es aber schaffen. Ob es da natürlich authentisch aussieht, weiß ich nicht. Ich habe das jetzt mal bei meinem Panther gehabt, bei meinem Panther D. Von Revell ist der, und also ICM Revell. Und so sieht es mal aus, wenn ich ein Modell im Urgestein fertigstelle, also im Rohbau. Der ist jetzt fertig, den habe ich jetzt seine Nebeltöpfe nochmal verkabelt hier. Habe hier überall PE-Teile mit angebaut. Also hier für das Werkzeug, Halterung, eine neue Schippe und so weiter. Dann haben wir hier noch Lüftergitter, Trümmerschutz, ne, damit die Trümmer nicht in die Lüfter reinfallen, wenn er mal vielleicht mal durch ein Gebäude fahren will. Und ihr seht, der hat ein bisschen Beschussschäden bekommen. Hier habe ich vorne das Schutzblech ein bisschen verknüllt, ein paar Einschusslöcher gemacht. Hier habe ich Einschusslöcher gemacht für das Zimmerit. Hier auf der Seite und natürlich auch hinten. Viele sagen sich jetzt, hey, du hast den Turm vergessen. Nein, der Turm ist nicht vergessen worden, weil ich möchte ihn so darstellen, dass der Turm beschädigt wurde und dass er einen ganz anderen Turm bekommen hat. Na, so. Weil im Krieg hat man zum letzten Ende so eigentlich alles genommen, was man konnte. Hauptsache, der Panzer lief wieder und konnte wieder an die Front. Und wenn da eben ein Turm ohne Zimmerit gewesen ist, ist das auch nicht so schlimm. Hier vorne an der Kanonenblende habe ich dann nochmal eine nachträgliche Gussstruktur erstellt. Kommt auch nochmal in einem Video, wie ich das mache. Gut, das war's soweit. Seht ihr, ist noch ein bisschen mehr geworden, als ich dachte. Ich wollte eigentlich nur eine Inbox-Review machen von meinem Tamiya-Tiger und was man noch alles dazu kaufen kann. Natürlich kann man noch viel, viel mehr dazu kaufen, na sicher. Ne? Aber irgendwo sollte man auch die Kirche im Dorf lassen. Unsere Seite ist nicht die der Erbsenzähler, wie ich schon mal gesagt habe. Und es ist natürlich auch eine Geldfrage. Na klar, man gibt für so einen Bausatz knapp 40 Euro aus. Und wenn ich jetzt hochrechne, was ich jetzt da alles an Zusatzteilen noch mit drin habe, natürlich habe ich nicht immer den vollen Preis bezahlt, weil ich habe es immer geschafft, irgendwo bei eBay ein günstiges Angebot zu kriegen. Aber alleine hier mit dem Zeug, also sagen wir mal Bausatz 40 Euro, hier das Zeugs von Eduard, das Big Ed Set, 20 Euro, sitzt du schon bei 60 Euro. So, hier nochmal das Zimmerit, 20 Euro, bist du schon bei 80 Euro. Hier habe ich gesagt, das kostet knapp 50 Euro. Ne, also irgendwo, ja, okay, hier 7 Euro noch dazu. Nein, Leute, aber wie gesagt, jeder muss wissen, wie viel Geld er ausgeben möchte. Ne? Und ja,
Dem Modellbau sind keine Grenzen gesetzt und jeder muss wissen, wie weit er gehen möchte. Ob er nun das Modell out of the box baut, also so wie es da drin ist, ne? Gibt es ja auch viele, mache ich auch manchmal, weil ich mal ein bisschen Ruhe haben möchte von so einem Bausatz mit dem ganzen Zeug dazu. Dann mache ich mir einen sogenannten Quickie-Bausatz, das sind die, die ich out of the box bauen möchte mal, um mal ein bisschen zu entspannen. Die gehen dann relativ schnell und dann, ja, dann geht es wieder an einem Bausatz mit PE und allem Pipapo. Ja, da sitze ich dann aber mal locker mal 2 Monate dran. Aber am Ende lohnt es sich. Gut, das war die Inbox-Review vom Tiger. Mittlere Produktion von Tamiya mit ein bisschen Zusatzzeugs. Aber auch so ohne das Zusatzzeugs ist es ein echt schönes Modell. Gut, okay. Ja, Trümmerschutz geht da. Okay, alles klar. Die kann man noch mal draufpacken. Aber ansonsten hat Tamiya da auch gute Arbeit abgeliefert. Vielleicht gehen sie noch ein bisschen mehr mit der Zeit. Die neuen Bausätze haben auch schon PE mit drin. Können wir mal abwarten, wie sich so der Markt entwickelt. Gut. Lasst euer Like da. Besucht es, empfehlt es weiter. Und vielleicht kriegen wir noch ein paar neue Mitglieder auf unsere Gruppe. Bis dann, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und frohes weiteres Basteln. Ciao, ciao.